testen wir amerikanische Süßigkeiten. Und schaut mal hierher, ich mache hier mal ein bisschen Werbung. Und zwar Fulda Künzell ist das in den Gründen 2b. Ich drehe das nochmal um, so sieht das aus bei denen. Ich blende auch nochmal ein Bild rein. Ja, also heute amerikanische Köstlichkeiten. Und zwar, das ist jetzt hier der erste Teil. Wir müssen das aufteilen auf dreimal, denn wir haben so viel eingekauft, das können wir nicht alles jetzt verspeisen vor euch. Deswegen drei Teile, zwei Teile bei meiner Tochter Amelie Luisa. Abonniert unbedingt ihren Kanal, denn da werden auch noch viele Köstlichkeiten zu sehen sein. Ja, wir beginnen heute einmal mit diesem Fanta. Dieses Fanta, was ist das Besondere? Ach, das ist mit Grape ist. Grape, ja, weiß ich gerade auch nicht. Das ist Ist eine Grape? Beere. Entweder Das ist Weintraube. Weintrauben. Ja, sieht doch aus wie Weintrauben. Okay. Also mit Grape, Weintrauben. Und das werden wir jetzt testen. Oh, was für eine tolle Farbe. Schaut mal her. Ach, ist das schön. Das ist ja total lila. Ist ja der Hammer. Dann bitteschön, Prost. Und? Schmeckt gut, das schmeckt wie diese Jelly Straws. Ich weiß nicht, welches Land das war. Das haben wir auch getestet. Ach, das schmeckt ja lecker. Hier, Leute, das ist mal was anderes. Nicht immer denselben Quatsch, den wir so alltäglich trinken, Fanta Cola, tralala, sondern mal das hier. Oh, also das schmeckt ja lecker. Machen wir es gleich voll. Das trinken wir jetzt noch aus. Ach, das schmeckt ja lecker. Guck mal, so sieht das aus. Na, 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 voll. Machen wir es noch. So. Ich will auch noch mal trinken, Prost. Hier, möchtest du noch mal? Oh, Vorsicht. Hast schon gekleckert. Hier. Kleckerliesel. So, dann hol mal das nächste Glas heraus. Nicht austrinken. Ich will ja nachher auch noch was haben. Schmeckt so lecker. Hab ich doch gar nicht. Das sah aber so aus. So, das nächste hier ist dieses hier. Das Chupa Chups genau, das von ist denen. das Besondere, weil das von diesem Schupa. Wie heißt das Schupa? Chups, Chupa Chups, das von Lutscher Ah, von diesen machen Lutschern. die. Ach, lecker. Ich bin schon gespannt. So. Ich glaube aber, die Getränke gibt es auch hier. Ja? Ja, aber ich Okay. weiß nicht, ob bei dem Chupa Chups, aber das Fanta glaube ich schon. Okay. Ah, wie bei uns. Sieht aus wie Fanta, ganz normal. So, bitteschön. Schmeckt auch wie Fanta. Ja, wie Fanta. Schmeckt wie Fanta, genau. Aber trotzdem, man muss alles ausprobiert haben. Also, super lecker. Ja, wie Fanta. So, jetzt, also mir hat persönlich jetzt am besten das hier gefallen. Dieses hier, weil es das eben gar nicht so bei uns gibt. Nicht, dass ich wüsste. So, jetzt zeig, was möchtest du als nächstes zeigen? Guck mal hier. Oh, das sieht schon toll aus, oder? Die Verpackung schon allein. Zuckerwatte. Genau. Cotton Candy. Und das Besondere an diesem Cotton Candy ist, hier unten steht Fruit Juicy Red. Ich bin gespannt. Ich schätze mal, in verschiedenen, ja, Geschmacksrichtungen wird das sein. Ach Gott, doch nie. Guck mal, Lecker. so sieht das aus. Das ist ja wohl der Witz. Das ist ja lustig. Ja,
wiederum ist ganz normales Zuckerwatte. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt gedacht, das wäre irgendwie einzeln verpackt oder. Das ist Tropic oder so. Ach so. Früchtemix. Früchtemix. Ich wollte schon immer Zuckerwatte essen, habe ich schon vor so lange nicht mehr. Das schmeckt ja lecker. Ach, da müsst ihr unbedingt mal hin. Unbedingt auch mal ausprobieren, mal testen. Ach, lecker. Und das schmeckt so. Ja, oh je. Das schmeckt ebenso nach mehreren Früchten. Ja, wir essen euch jetzt hier was vor. Oh wei. Und wie findest du jetzt vom Geschmack her? Lecker. Und schmeckt nach? Ein bisschen anders als die ganz normale Zuckerwatte. Eigentlich noch ein bisschen stärker. Aber sonst eigentlich wie normale eigentlich. Toll. So, dann das nächste. Jetzt haben wir noch zwei solche. Einmal so ein türkisfarbenes und einmal so ein Schokotörtchen. Also bei diesen beiden war es jetzt so gewesen, es gab in einer großen Packung jeweils zu kaufen. Aber die hatten eben auch solche, also einzelne. Genau, nochmal einzeln. Und zum Austesten finde ich halt persönlich einzeln erstmal schöner, um zu sehen, schmeckt einem das überhaupt oder nicht, bevor ich jetzt so eine große Packung kaufe. Ich denke, wir öffnen mal das hier, oder? Ja. Na prima. Bin schon gespannt. Es ist auch so ein Pappe, ist das. Und es ist wappelig. Wie Marshmallow. Genau, wie Marshmallow. Ich kann Gedanken lesen. Aber echt. Ja, schon so ein bisschen vielleicht. Ja, schon immer irgendwie. So sieht es aus. Mal zeig mal. So sieht es hier aus. Sieht schon toll aus. Und jetzt probieren wir das mal. Meins ist es nicht so. Schmeckt es? Ja, irgendwie nach Kokos. Genau. Ich mag keinen Kokos, aber egal. Schön blau. Ja, das Blaue ist attraktiv. So, als nächstes kommt dieses Törtchen. Auch auf so Pappe. Also da finde ich das schon schön, dass es so schön verziert ist. Das finde ich schon goldig. So. Mal aufschneiden. So sieht das innen aus. Mit so einer weißen Creme. Ja, und jetzt probieren wir das mal. Ah, es ist mir ein bisschen zu schokoladig halt. Ich bin auch nicht so sehr. Ich liebe die Schokolade sehr, aber ich weiß nicht, bei solchen Törtchen bin ich nicht so ein Fan von. Wie magst du das? Nicht so, ich mag das da mehr. Das mehr, obwohl du Kokos gar nicht so magst. Ja, ich hasse Kokos. Ja, also es schmeckt nicht schlecht. Es ist halt mal was anderes. Und ja, dann war es das jetzt erstmal gewesen. Noch ein zweiter Teil folgen und noch ein dritter. Der zweite Teil, der wird dann auf mich laufen und den dritten Teil seht ihr dann wieder auf ihrem Kanal. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.